Ja, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen schütteln. Nach dieser großen, großen Reise, die Herr Helbing uns hier vorgestellt hat, von der Apokalypse zur Weltrettung. Also so breit möchte ich nicht ausfassen jetzt. Ich habe Ihnen drei Geschichten mitgebracht. Drei Geschichten, die vielleicht so 2 bis 5 Jahre in der Zukunft spielen können und die etwas zu tun haben mit Daten in der Medizin, Gesundheitsdaten. Die erste Geschichte geht so. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen netten Bruder, mit dem Sie aber seit langem doch in einem sehr unguten Verhältnis stehen. Vielleicht, ja, Sie haben wenig Kontakt gehabt, es gab Streit über, sagen wir, eine Erbschaft und da kann man sich immer gut streiten und das Verhältnis ist zunehmend zerrüttet geworden. Jetzt vor kurzem hatten Sie noch mal wieder, gab es so ein Aufflackern der Beziehung, einen neuen Streit, eine neue Eskalation. Sie wissen schon gar nicht mehr genau, worum es ging. Es geht immer um irgendwelche Details, die aber eigentlich dann letztlich im Nachhinein ganz egal sind. Der Streit kommt dann immer ganz von selber. 2 Tage nach diesem Streit ruft Sie Ihr Bruder an. Sie sehen seine Nummer da im Display angezeigt und Sie haben eigentlich gar keine Lust abzuheben, denken dann aber doch, naja, was soll's ja. Sie heben den Hörer ab oder Sie nehmen da Ihr Mobiltelefon aus der Tasche natürlich. Und sagen Hallo. Und Ihr Bruder legt gleich los, ja, dass er da eine Neuigkeit für Sie hätte. Und Sie merken schon an seiner Stimme, das geht jetzt nicht um eine Nettigkeit, sondern der möchte nochmal nachtreten. Er hat nämlich jetzt mal sein Genom sequenzieren lassen. Whole Genome Sequencing. Das ist gar nicht so teuer, ja, das kann man machen lassen. Konnte man bis vor ein paar Jahren noch auch von privaten Firmen machen. Inzwischen geht es nicht mehr, aber in 2 Jahren Zukunft. Geht es ja vielleicht wieder. Also eine Ganzgenomsequenzierung und da wäre was Interessantes rausgekommen und er wollte Ihnen jetzt gar nicht ganz genau erzählen, was das ist. Er wollte bloß sagen, das betrifft auch Sie. Ja, als leibliches Geschwisterkind haben diese genetischen Daten, die ihn betreffen, natürlich auch etwas mit Ihnen zu tun. Möglicherweise, ja je nach Vererbungsgang, kann das auch Sie betreffen. Er jedenfalls würde sich jetzt ganz schnell in ärztliche Behandlung begeben und er würde Ihnen doch dringend empfehlen, sich da auch mal kundig zu machen und auch den eigenen genetischen Status zu erheben. Und legt auf. Ja, Sie sind sehr verstört, schlafen nicht gut an dem Abend, wissen nicht so richtig, was Sie tun sollen, sollen Sie das ernst nehmen oder nicht. Sie googeln so ein bisschen, aber Sie müssen nicht googeln, Sie können auch mit Bing oder irgendeiner anderen Suchmaschine. Sie machen sich jedenfalls kundig auf den Wegen, auf denen man das heutzutage so macht und finden raus, ja tatsächlich, man kann mit Hilfe von Wissen über Ihre eigenen genetischen Daten, kann man Voraussagen treffen über die Wahrscheinlichkeit, mit der bestimmte Krankheiten auftreten werden, zum Beispiel auch schwere Krankheiten wie Krebserkrankungen. Und da kann dann sowas rauskommen wie, Sie haben ein 30-prozentig erhöhtes Risiko gegenüber der Normalbevölkerung an einer Krebserkrankung zu erkranken oder 50 oder 70 oder manchmal ist es sogar so, dass Sie eine ganz sichere Voraussage machen können, wie bei Morbus Huntington. Und Sie fragen sich, was sollen Sie jetzt tun? Sollen Sie das ernst nehmen? Sollen Sie zum Arzt gehen? Sollen Sie auch so eine Genomsequenzierung machen lassen? Was, wenn da rauskommt, Sie haben ein 30-prozentig erhöhtes Risiko? Ja, was bedeutet das eigentlich für Sie? Soll man dann sein Leben ändern? Kann man da überhaupt therapieren? Wie soll das alles weitergehen? Ende der Geschichte. Was zeigt uns das? Das Erste, denke ich, was ganz wichtig ist, genetische Daten sind keine ganz individuellen Daten. Genetische Daten, auch wenn es Ihre eigenen sind, sagen auch etwas über andere Menschen, nämlich über Ihre Verwandten. Wie gehen wir damit um? Und zweite Frage, solche Vorhersagedaten, die sagen nicht einfach, so wird es aussehen oder so wird es aussehen, sondern die sagen, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit wird es so aussehen oder so aussehen oder so aussehen. Ja, das stört uns normalerweise nicht so bei solchen Prognosen, aber wenn das Ihre eigene Gesundheit, vielleicht Leben und Tod betrifft, was tun Sie dann eigentlich? Ab wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit des Erkrankungsrisikos machen Sie was? Ja, oder wie niedrig muss es sein, damit Sie sagen, ach, das ist mir jetzt egal, dann lasse ich es drauf an. Also solche Fragen stellen sich dann auch. Ja, wie wichtig ist Ihnen denn Ihre Gesundheit? Wie viel tun Sie, um sie zu erhalten? Und wie relatiert sich das zu diesen komischen Wahrscheinlichkeitsaussagen? Zweite Geschichte. Sie sind Mitglied einer Krankenkasse, hätte ich fast gesagt, die heißen heute ja gar nicht mehr Krankenkasse, Gesundheitskasse.
Die wollen nur ihr Bestes, die wollen nur ihre Gesundheit. Und diese Krankenkasse, bei der Sie sind, und das könnte die Generali sein, aber vielleicht in 2 bis 5 Jahren sind es ja auch noch ganz andere Versicherungen, bietet Ihnen ein Bonusprogramm an. Sie kriegen so ein Wearable Device, Sie kriegen einen Tracker, ganz toll über iOS oder andere Sachen können Sie sich da vernetzen, und alle Ihre Fitnessdaten werden aufgezeichnet. Also wie viele Schritte Sie so am Tag machen und wie Ihr Blutdruck dabei ist und Ihre Frequenz und vielleicht ja noch wird der Schlafrhythmus mit aufgezeichnet, solche Dinge. Und wenn Sie da mitmachen, dann und Sie erreichen so, sagen wir mal, eine bestimmte Mindestanzahl Schritte pro Tag, dann reduziert sich Ihr Krankenkassenbeitrag. Das hört sich gut an, denken Sie, endlich mal ein richtiger Anreiz, was zu machen. Sie wollten sowieso immer schon mal so ein bisschen sportlich aktiver werden. Und da machen Sie mit, ja, und Sie kriegen in so einem ganz schicken Kästchen dann so ein Device da geliefert, und das sieht gut aus und schick aus, und Sie machen mit, und tatsächlich, es funktioniert. Ja, Sie haben mit einmal die nötige Energie und die nötige Motivation, rauszugehen, und abends nach, sagen wir, 18 Uhr nach der Arbeit machen Sie immer noch was. Toll. Und tatsächlich, ja, weil das alles aufgezeichnet und weitergegeben wird, sinkt Ihr Beitrag. Sie zahlen sogar noch weniger Geld zur Krankenkasse. Hat Sie immer gestört, wie hoch dieser Beitrag ist, und der steigt ja immer weiter. Mit einmal für Sie nicht mehr. Toll. 2 Jahre, 3 Jahre gehen ins Land, das läuft alles ganz gut. Dann kommen Sie in so eine Phase, wo Sie im Beruf viel stärker gefordert sind mit einmal. Ja, da hat sich Ihre Leitungsebene hat sich ausgetauscht, der neue Chef ist sehr unangenehm, verlangt viel von Ihnen. Sie sind auf eine ganz neue Art gefordert, sehr gestresst, Ihre Blutdruckwerte steigen. Zusätzlich sind Ihre Eltern mit einmal so krank, dass Sie pflegebedürftig werden. Und Sie sind auch da eingespannt und müssen etwas tun. Und kommen nicht mehr dazu, Ihre Schritte pro Tag zu laufen. Und Ihre Gesundheitsdaten verschlechtern sich tatsächlich auch. Und Sie sind von dieser Situation schon sehr in Anspruch genommen und wissen gar nicht so ganz genau, wie Sie damit jetzt eigentlich umgehen sollen und was Sie machen sollen. Und dann kommt ein Brief kommt natürlich. Es kommt eine E-Mail von der Krankenkasse, von Ihrer Gesundheitskasse, wo drin steht, ab sofort werden Ihre Beiträge steigen, denn Sie erreichen das Mindestmaß an Schritten pro Tag nicht mehr, und Ihre Gesundheitsdaten haben sich schon verschlechtert, und das tut jetzt der Gesundheitskasse sehr leid, aber ab sofort zahlen Sie wieder den vollen Beitrag oder vielleicht ja sogar einen kleinen Strafbeitrag obendrauf. Ja, wer weiß, was dann noch so an Möglichkeiten auf uns zukommt. Wir reden über die Zukunft. Was tun Sie? Sie können nicht viel tun, Sie müssen sich dem fügen, aber Sie kriegen zusätzlich zu der Tatsache, dass Sie mit einmal in Lebensumstände geworfen worden sind, die Ihnen nicht gut tun, auch noch die Strafe dafür dazu, ja, gratis. Solidarität, also Zugang zu Gesundheitsdaten, Umgang mit Gesundheitsdaten und die Frage danach, wie wollen wir eigentlich umgehen mit der Frage, ja, inwieweit wir selber verantwortlich sind für unsere Gesundheit und Krankheit. Also wie weit wollen wir dieses Prinzip treiben? Soll das so sein, dass das letztlich das Solidaritätsprinzip möglicherweise unterhöhlt? Könnte das nicht genau passieren? Mit einmal sind wir zwar alle versichert, aber die einen sind besser versichert als die anderen, weil sie sich sportlich betätigen können und die anderen nicht. Dafür können sie ja vielleicht gar nichts. Ende der zweiten Geschichte. Dritte und letzte Geschichte. Sie haben ein kleines Kind bekommen, zusammen mit ihrem Partner, und darüber haben sie sich sehr gefreut, das war ein lange gewünschtes Kind. Dieses Kind ist aber leider sehr krank. Es leidet an einer erblichen Stoffwechselstörung, und das bedeutet, dass die Muskelfunktion beeinträchtigt ist, zunehmend schlechter werden wird, und ihr Kind wird in den ersten Lebensjahren vielleicht bis zum Alter von 5 bis 10 Jahren leben können, aber dann wird die Muskulatur so schwach sein, inklusive der Atemmuskulatur, dass es sterben wird. Eine seltene Erkrankung, bei der es verschiedene Therapieansätze gibt, die aber bisher nicht wirklich kurativ sind, also die führen nicht zur Heilung, sondern die können nur das Leben ein wenig verlängern. Das dauert lange, bis sie sich mit dieser Situation irgendwie arrangiert und abgefunden haben. Und sie hoffen doch eigentlich immer noch, dass man da was tun kann. Ja, 5 Jahre sind eine lange Zeit, es wird viel geforscht, vielleicht findet sich ja doch noch eine Heilung. Und dann kriegen sie ein Angebot. Sie könnten ihr Kind registrieren lassen mitsamt der genetischen Daten, die für diese Erkrankung relevant sind, in einer Forschungsdatenbank. Und wenn sie das machen, dann können sie kontaktiert werden
wenn irgendwo Forschung stattfindet auf der Welt, naja, es muss ein bisschen wohnortnah sein, sodass Sie da hinfahren können mit Ihrem Kind, dann kann Ihr Kind eingeschlossen werden in diese Forschung, kann daran teilnehmen und vielleicht kommt ja etwas Gutes dabei heraus. Und Sie gucken nicht so ganz genau drauf, was da im Impressum steht, wer eigentlich diese Datenbank betreibt und so, und Sie denken, ja, das ist doch eine gute Sache, da mache ich sofort mit. Sie zeichnen sich da, Sie machen also die Unterschrift. Und am Anfang sieht es auch ganz gut aus, Sie kriegen immer mal wieder Angebote, an solchen Forschungen teilzunehmen, die wirken seriös und es ändert sich jetzt nicht wirklich so ganz viel am Gesundheitszustand Ihres Kindes, aber Sie haben doch irgendwie das Gefühl, Sie tun noch was. Es hilft aber letztlich auf lange Sicht nichts wirklich so ganz viel und der Zustand Ihres Kindes verschlechtert sich dann doch und Sie werden zunehmend doch auch verzweifelter. Was kann man denn bloß noch machen? Und dann kriegen Sie ein Angebot, Studie Nahrungsergänzungsmittel. Man hätte jetzt herausgefunden, dass so ein ganz besonderes Quinoa-Extrakt zusammen mit irgendetwas anderem, ja, da ganz unerwartete Effekte hat. Und natürlich, Sie sind immer ein kritischer Verbraucher gewesen und Sie fallen nicht auf jede Falle da herein, aber es geht um das Leben Ihres Kindes. Ja. Und wer weiß denn schon so ganz genau, ob nicht auch Quinoa-Extrakt da helfen kann? Und das hört sich eigentlich doch ganz, ganz gut an, was da geschrieben wird. Ja. Also Sie machen mit. Sie denken, ja, jetzt muss ja irgendwas passieren und das Zeitfenster wird immer enger und Sie möchten etwas machen. Sie nehmen also an dieser Studie teil und Sie kriegen da sowas zugeschickt, so Quinoa-Extrakt und geben das Ihrem Kind und das wird auch irgendwie ausgewertet anscheinend. Sie müssen immer so Gesundheitsdaten zurückschicken und dann kriegen Sie mit einmal die Mitteilung, ja, das Abo des Quinoa-Extraktes, was Sie da unterschrieben haben, das verlängert sich jetzt für die nächsten 3 Jahre und die Rechnung beläuft sich auf so und so viel Euro. Ja, eine nicht ganz unerhebliche Summe. Sie wundern sich, was, Abo, wo habe ich denn da unterschrieben? Schauen ins Kleingedruckte dieser sogenannten Forschung, die da stattfinden sollte und finden mit einmal raus, ja tatsächlich, ja, Sie haben sich da verpflichtet, dieses Medikament, was kein Medikament ist, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel, zu bestellen. Ja. Ein Spiel mit den Hoffnungen und Ängsten von ja, in diesem Fall Eltern, aber erwachsenen Patienten könnten es ja auch sein. Also wie regeln wir, Ende der Geschichte, wie regeln wir eigentlich den Zugang zu solchen genetischen Daten, insbesondere dann, wenn sie verknüpft sind mit persönlichen Daten wie Adressinformationen. Ja, in diesem Fall ist das ja so. Na klar, wir möchten gerne an seltenen Erkrankungen forschen können, das ist ganz wichtig. Und die Patienten wohnen weit verstreut, es ist schwer, die zu kontaktieren. Es gibt deshalb diese Forschungsdatenbanken und die sind gut. Aber ja, wer legt eigentlich ganz genau fest, wo da die Grenzen sind und was als medizinische Forschung dann genau zählt und wer wie kontaktiert werden darf? Und gibt es da nicht auch doch eine Missbrauchsgefahr? Zum Beispiel eben im Hinblick auf darauf, dass Ihre innersten Hoffnungen und Ängste in Bezug auf eigenes Überleben, Überleben der Kinder, ausgenutzt werden zu solchen Zwecken. Ja, damit danke ich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir können das in der Diskussion ein bisschen vertiefen, welche Aspekte dieser Geschichten mir da vielleicht noch ganz wichtig sind oder was Sie dazu denken. Danke sehr.